Mit dem Sieg des Mini Cooper S bei der Rallye Monte Carlo begann der Siegeszug des kleinen Kultautos und Minifahren wurde zum Lifestyle. Wenn Sie die Entwicklung der Marke Mini sich mal anschauen über die letzten 20, 30 Jahre, dann war Mini ja immer sehr frech und anders als alle anderen. Das nenne ich immer ein bisschen das Teenager, ein bisschen Revoluzzerleben geführt. Und jetzt sind wir so aus diesem Teenageralter raus und sind junge Erwachsene geworden. Etwas gediegener und trotzdem immer noch was Besonderes. Und etwas Besonderes muss gefeiert werden. Die Automarke in München-Trudering eröffnete in ihrem Autohaus in der Wasserburger Landstraße den brandneuen und modernen Mini-Showroom. Ein Auto, was so toll auf der Straße liegt, was dieses Go-Kart-Feeling bietet, das ist nur der Mini und das kriegen Sie auch nur in einem Mini. Als der Vorhang fiel und der Blick frei wurde, durften die geladenen Mini- und BMW-Kunden sich im feierlichen Ambiente als Erste vom neuen Showroom überzeugen. Dem Chef gefällt's. Ja, ich bin total angetan. Ich bin super glücklich. Es ist wunderschön geworden. Wir sind auf fast 400 Quadratmetern. Wir haben 7 wunderschöne, nagelneue Minis ausgestellt. Wir haben eine John Cooper Works-Ecke, die einzigartig ist, nur für uns designt. Also rundherum einfach alles gelungen, schöner als wir es uns auf den Plänen je vorgestellt haben. Auf einer Serviette nahm die Geschichte von Mini ihren Lauf. 2001 übernahm BMW die kultige Marke. Wer Mini fährt, fährt Nostalgie. Ich glaube schon, dass natürlich die Heritage dieser Marke unglaublich wichtig ist, auch für die Leute, die heute kaufen. Und ich glaube, gerade diese Spannung zwischen Rationalität und Emotion macht die Marke also unglaublich spannend. Die Geschichte der Automark reicht bis auf 97 Jahre zurück. Mittlerweile ist die Automark GmbH eine der ältesten und modernsten BMW-Händler weltweit. Die Automark ist erstens mal ein Händler mit sehr, sehr viel Tradition. Uns gibt es fast seit 100 Jahren. Und wir stehen einfach für perfekten Kundenservice. Automark, weil ich mein Automark. Neben Nostalgie plant BMW mit Mini aber auch für die Zukunft. Auf der IAA, der weltgrößten Automesse, stellt sich Mini elektronisch vor. Im neuen Mini-Showroom der Automark steht er schon heute. Und jeder kann sich davon überzeugen. Egal ob Kult oder im neuen Glanz.